Ich war dieses Jahr auf der UK Games Expo 2024 in Birmingham und ich möchte euch mit diesem Video einen kleinen Eindruck geben, wie mir die Messe gefallen hat, was ich dort alles so erlebt habe, was ich dort alles gesehen habe und natürlich auch, welche Spiele ich dort mir angeguckt habe. Ich habe am Anfang jetzt einen kleinen Film zusammengeschnitten, der so ein bisschen euch zeigt, wie ich dort rumlaufe, was ich dort alles so gesehen habe. Ich habe so ein paar Spiele abgefilmt, so ein bisschen, ja, habe die Messe so ein bisschen versucht einzufangen, die Emotionen dort einzufangen, das Feeling dort einzufangen, damit ihr, ja, eine Vorstellung habt, wie denn eigentlich so eine Spielemesse abläuft, falls ihr dort noch gar nicht war. Für mich war es auch der erste Besuch jetzt in UK, also zumindest auf der Messe in Birmingham. Und am Ende möchte ich euch ganz gerne noch erzählen, was ich mir auch für die Spiel wünschen würde, was die UK Games Expo wirklich gut macht, was mir gut gefallen hat, was mir vielleicht auch nicht so gut gefallen hat. Und auf die Spiele gehe ich natürlich auch so ein bisschen ein, aber ich werde natürlich die Top-Spiele nochmal in einem separaten Video behandeln, denn ja, ich habe schon ein paar ganz coole Spiele angespielt und auch gesehen und von denen möchte ich euch dann in einem separaten Video nochmal berichten. In diesem Video geht es also eher so ein bisschen um die Messe an sich. Ja, und ich würde sagen, jetzt fangen wir einfach an mit dem kleinen Film. Das dauert so, ja, knappe 5 Minuten. Und dann habt ihr vielleicht einen kleinen Eindruck und dann sehen wir uns gleich wieder mit einem kleinen Fazit zur Messe. Willkommen zur UK Games Expo 2024. Heute ist der erste Tag und ich nehme euch mit. Auf geht's! Gleich beim Reingehen finden wir doch die deutschen Stände mit Cosmos und Catan hier. Das kommt mir bekannt vor. Das ist wohl der größte Würfel hier. Moin Games ist natürlich auch am Start. Die haben tatsächlich so viele Spiele mittlerweile, dass ich schon gar nicht mehr durchblicke, welches jetzt die Neuheit ist. Es gibt wohl eine, die ausverkauft ist. Vielleicht ist das die Neuheit. Muss ich mir mal genauer angucken. Perseverance Episode 3 und 4 ist hier als Proto ausgestellt. Der Kickstarter ist ja noch nicht ausgeliefert. Ich war auch nicht eingestiegen in den Kickstarter, aber ich bin jetzt wirklich sehr gespannt auf das Spiel, weil ja, es sieht erstmal richtig cool aus. Es gibt Dinos, die so Sattel haben, also vielleicht können wir die Dinos zähmen. Also ich muss es auf jeden Fall irgendwo mal ausprobieren. Alle Computerspiel-Liebhaber haben wir hier mal wieder eine Computerspiel-Umsetzung. Terraria, das Brettspiel. Der Trend geht also weiter. Ich weiß noch gar nichts über das Spiel. Mal schauen, ob wir uns ein bisschen schlau machen können. Der größte Stand in Halle 1 gehört natürlich Asmodee. Alles, was man so kennt, Seven Wonders, World Wonders, Splendor Duel. Aber so richtig was Interessantes habe ich noch nicht entdeckt.
eine weitere Videospielumsetzung, Apex Legends. Tatsächlich auch relativ oft gespielt und fand ich auch ziemlich cool. Sieht aber, ja, weiß ich nicht. Ich bin noch nicht überzeugt, sag ich mal. Und außerdem habe ich auch Don't Starve gespielt, den ich da hinten. Klingt auch ganz cool, habe ich auch mal als Videospiel gespielt, als Computerspiel. Mal gucken, ob das was kann. Hinter mir wird gerade SETI gespielt. Das muss ich mir ja safe mal angucken. So, dann wollen wir uns mal am Locana-Stand die Promokarte abholen. Außerdem gibt es hier noch eine kleine Signaturstunde von einer Künstlerin, die auch Locana-Karten ja, designt. Und ich denke mal, da hole ich mir auch noch mal ein kleines Autogramm ab. Auf geht's. Und die Promokarte habe ich mir natürlich hier besorgt. Flotsam und Jetsam. Und diese Promokarte möchte ich ganz gerne an euch weitergeben mit einem kleinen Giveaway. Teilnahmebedingungen findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr müsst mir einfach nur sagen, warum ihr diese Karte gerne hättet in den Comments und mit dem Hashtag Locana, damit ich das besser zuordnen kann. Ja, und dann schicke ich einem von euch diese coole kleine Promokarte. Ich glaube, die gab es tatsächlich auch schon mal in Frankreich irgendwo auf einer Messe, aber ja, so viele wird es da wahrscheinlich nicht von geben, keine Ahnung, da kenne ich mich tatsächlich auch zu schlecht aus, aber diese möchte ich euch gerne weitergeben und keine Sorge, ich habe auch noch welche von meiner eigenen Sammlung, da wir mit mehreren Leuten da waren, habe ich auch mehrere Promokarten bekommen. Und wir haben dann noch, ja, das wollte ich euch auch noch zeigen, die kleine unterschriebene Karte hier von der lieben Designerin, ja, to Chris. Auch ganz nett. Ich musste mir tatsächlich noch ein Starter-Kit kaufen, wo eine von ihren Karten drin war, damit ich überhaupt eine Karte hatte, weil sonst hätte ich mir das nur auf so einem komischen Poster unterschreiben können. Ich dachte, ja, auf einer Karte ist schon irgendwie cooler. Dann habe ich mir natürlich noch Promokarten bei Altered geholt. Dieses kleine TCG, was heißt kleines TCG? Das wird, glaube ich, ziemlich riesig, dieses TCG, was ja jetzt neu kommt. Da freue ich mich auch schon riesig drauf, wenn das dann draußen ist. Ich habe dann auch Kickstarter drin. Da habe ich mir hier so zwei Promo-Helden geholt. Die habe ich mir auch schon bei mir quasi eingetragen in meine Online-Sammlung. Das gibt, also man kann ja quasi seine Collection da so online tracken und dann ist es ja, ja, man kann die Karten sozusagen dann drucken lassen. Also ihr müsst dann nicht aufpassen, dass ihr irgendwelche wertvollen Karten ja nicht benutzt und dass die irgendwie schlecht werden, weil man sich die quasi dann wieder drucken lassen kann. Das ist irgendwie ziemlich cool. Und dann habe ich mir noch eine Mischwald-Promo geholt hier. UK Games Expo Mischwald Promo und ja, das war es eigentlich tatsächlich. An Spielen habe ich mir nur ein Spiel gekauft. Ich habe mir Sand gekauft, das neue von Devir. Ich war so ein bisschen zwiegespalten, nehme ich Sand mit oder nehme ich Cities mit. Ich habe mich für Sand entschieden. Mal gucken, ich habe es noch nicht gespielt, wird aber bestimmt ganz cool. Werde ich auf jeden Fall auch noch weiter berichten hier auf dem Kanal. Also bleibt definitiv dran, wenn ihr was über dieses Spiel erfahren wollt. Ja, und ansonsten war das tatsächlich relativ mau, was Spiele angeht. Natürlich waren auch sehr viele Händler da. Die hatten teilweise ja ein sehr gutes Sortiment. Ich hatte nach Dune Imperium Uprising geguckt. Das habe ich leider nicht gefunden, obwohl ich in dieser freien Spielfläche, die es gibt, zu der ich auch gleich nochmal kommen werde, weil ich die ziemlich cool finde, jemanden gesehen habe, der Dune Uprising spielt. Und da dachte ich so, hä, ist ja geil. Okay, das muss ich mir auch besorgen. Das muss es dann ja hier irgendwo auf der Messe zu finden geben, wenn der das da zockt. Und da bin ich rumgegangen und nirgendwo war das zu finden. Weder Direwolf war nicht da, also Direwolf vertreibt das ja, ich glaube, in den USA. Die waren nicht da. Dann habe ich geguckt bei Lucky Duck, die das auch im Englischen irgendwie vertreiben. Die waren auch nicht da, beziehungsweise doch, Lucky Duck war da, aber die haben das Spiel nicht da gehabt. Und
nirgendwo bei irgendeinem Händler gab es weder Dune Imperium Uprising noch das normale Dune Imperium. Also bei Dune Imperium sah man wirklich ganz schlecht aus. Und habe ich die Leute an den Tischen gefragt, ja, wo habt ihr denn das her, dieses eine Dune Imperium Uprising? Ja, er hat sich da irgendwo bei Facebook mit jemandem organisiert und er hat ihm das gegeben. Ich so, ja, cool. Okay, hätte ich auch irgendwie machen müssen. Keine Ahnung, ich muss irgendwie meine Finger noch dran kriegen. Bei Asmodee ist es tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich habe da angefragt, aber die sind so ein bisschen, die geben irgendwie anscheinend nicht so ganz gerne Rezensionsexemplare raus, zumindest nicht an mich, keine Ahnung. Gucke ich mal, ich bleibe aber weiter dran und lasse da nicht nach. Ich meine, ich möchte euch die Dinger ja vorstellen und ich bin natürlich auch so ein bisschen darauf angewiesen, dass ich immer die neuesten Spiele da habe, damit ich guten Content für euch machen kann. Und ja, muss ich mal schauen, ob ich das vielleicht irgendwo mitspielen kann. Aber das ist nur ein Nebenkriegsschauplatz. Und jetzt kommen wir mal zur der Messe. Und ich muss sagen, die Messe hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es war einfach ein ganz anderes Messefeeling, als ich das kenne, zumindest von der Spiel. Es ist halt tatsächlich nicht die große Konsummesse, die UK Games Expo. Natürlich ist sie auch viel kleiner. Sie hat 2 Hallen. Die Gänge sind auch einigermaßen groß. Es sind auch ein paar große Aussteller dabei, wie Czech Games oder Asmodee natürlich, Pegasus, Cosmos, auch noch ein paar andere. Devi hat sich natürlich mit Cosmos einen Stand geteilt. Also ein paar sind halt da, aber die Verkaufsflächen sind deutlich kleiner. Es gibt immer mal wieder ein Spiel zu kaufen, aber es sind nicht diese riesigen Türme an Spiel, diese riesigen Mengen. Und die Leute schleppen da tatsächlich auch nicht so unendlich viele Spiele raus. Es gibt relativ wenig Neuheiten, das ist natürlich der Zeit irgendwie geschuldet. Viele Sachen, die in UK jetzt vielleicht als Neuheit angepriesen werden, haben wir auf Deutsch vielleicht schon länger gehabt. Da habe ich zum Beispiel, ja, Dorfromantik Duell ist da jetzt als Neuheit deklariert worden. Lunatag war dort eine Neuheit. Also da gibt es so das ein oder andere Spiel, wo man dann denkt, ja gut, okay, das kennen wir irgendwie schon aus dem letzten Jahr aus der Messe. Oder ja, vielleicht irgendwie einfach so aus dem letzten Jahr. Und deswegen war es tatsächlich nicht so wirklich interessant, was so die großen Titel angeht. Ein paar richtig geile große Titel habe ich auch angespielt und da werdet ihr im nächsten Video auch mehr von erfahren. Aber ansonsten muss ich sagen, hat das eher so ein bisschen den Flair gehabt, dass ich mir sehr viele kleine Spiele angeguckt habe, sehr viele Indie-Titel, sehr viele kleine Verlage oder ja selbst self-made Publisher, die da ihre Spiele ausgestellt haben. Und das war auch mal ganz interessant. Also ich bin durch die Hallen 1 und 2 irgendwie mehrfach, ja, quasi jeden Gang hoch und runter geschlendert, um mir wirklich alles anzugucken. Und das schafft man natürlich in Essen überhaupt nicht. Und wir waren jetzt, ja, 2 volle Tage da. Und ich muss sagen, ich habe wirklich alles gesehen. Ich habe alles geschafft, was ich schaffen wollte. Ich habe, glaube ich, auch alles angespielt, was ich anspielen wollte. Okay, bis auf ein Spiel, es war einfach nie der richtige Zeitpunkt da, um sich da irgendwie hinzudrängeln oder hinzusetzen. Aber sonst muss ich sagen, richtig viele coole kleine Sachen gesehen. Und es war einfach viel entspannter, als es ist, wenn ich zur Spiel fahre und da natürlich auch dem Kanal hier geschuldet, einfach sehr schnell sehr viele Sachen dann einsammeln. Also ne, da klar, am Anfang habe ich mir jedes Spiel gekauft. Mittlerweile kriege ich ab und zu mal ein Rezensionsexemplar, aber trotzdem schleppt man ja in Essen massig an Spielen hin und her und es ist halt super anstrengend, da der Donnerstag und der Freitag sind quasi einfach weg, nur wenn man irgendwie irgendwo ansteht oder mal wieder zum Auto läuft und das wieder vollpackt und seine Taschen entleert. Und da muss ich sagen, da war die UK Games Expo wirklich sehr entspannt, es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, auch wenn ich quasi nur ein Spiel mitgenommen habe, aber das hat mir tatsächlich auch gereicht. Mal abgesehen davon, dass es mit Zoll und so sowieso schwierig gewesen wäre mit UK, aber das ist eine andere Geschichte. Dann, was ich sehr cool fand, muss ich sagen, ist auch dieses Messegelände. Also das Ganze ist in so einem, ja, NEC nennt sich das. Ich weiß gar nicht, wofür das steht, aber das ist, da ist auch der International Rail Station von Birmingham, ist da auch, oder die National Rail Station. Und das Ganze ist so ein riesiger Komplex mit riesig vielen Gängen und überall findet man irgendwelche, ja, Geschäfte oder Fressbuden, also Subways und irgendwelche anderen Cafés und so weiter. Und von diesen ganzen Gängen, die dann auch zum Bahnhof und so führen, das ist alles überdacht und alles drin, quasi wie so ein großes Einkaufszentrum, muss man sich das vorstellen. Von da aus gehen dann die einzelnen Hallen ab.
Das heißt, man ist eigentlich in so einem riesigen Einkaufszentrum und kann von da aus dann immer die einzelnen Hallen besuchen. Das ist halt super entspannt, vor allen Dingen, weil es halt auch überall riesige Flächen gibt, wo die Leute sich ausruhen können. Und das verläuft sich dann einfach ein bisschen mehr. Man hat natürlich ein bisschen weniger Freifläche, was in Essen cool ist, weil man dort ja überall rausgehen kann. Hier war das so, da war halt in der Mitte ein so ein großer Platz. Und der war dann relativ gefüllt mit so ein bisschen Rasenfläche und ein bisschen Bänken und so. Das ging aber ganz gut klar. Das Wetter war auch gut. Und ansonsten ist man aber eigentlich immer drin. Und dann gibt es aber noch, was ich auch unfassbar gut finde, einfach eine riesige Spielfläche in den Messehallen. Also Halle 1 und 2 sind quasi die ganzen Aussteller. Und Halle 3, da ist am ersten Tag, beziehungsweise an dem Pressetag nur, ist da die Neuheitenschau. Da sind so ein paar Tische aufgebaut, wo die Verlage einfach ihre Spiele präsentieren. Das war auch viel angenehmer als in Essen, wo das ja in diesen super kleinen Räumen letztes Mal stattgefunden hat. Und hier war wirklich viel Platz zwischen den Gängen. Da konnte man gut gucken, man hat sich nicht so super gedrängelt und man hatte auch einfach ein bisschen mehr Freude daran, sich die Spiele anzugucken und mit den Leuten zu reden. Und dann in den Haupttagen wird das alles abgeräumt und dann ist die ganze Halle komplett Spielfläche. Und das ist so geil, muss man einfach sagen. Also soweit das Auge reicht, das sieht man jetzt leider in dem Einspieler nicht so gut, findet man einfach Tische und Stühle, wo man sich hinsetzen kann und spielen kann. Und da gibt es dann noch eine große Games Library, quasi so ähnlich wie das auch auf der BerlinCon ist, wo man sich die Spiele ausleihen kann und dann zockt man da einfach. Es gibt auch viele Leute, die haben sich dann einfach die Spiele gekauft und haben sie dann da ausgepackt und da gezockt. Dann gibt es da noch super viele Turnierflächen für alles mögliche, Lokana-Turniere, also die ganzen TCGs natürlich, da finden Turniere zu statt. Dieses Krokinole, dieses mit dem Schieben, wo man hier diese Steine schnipst, das gab es auch als Turnier. Es gab ganz viele Tabletop-Turniere in den verschiedensten Spielen. Da gibt es ja auch unendlich viele Spiele, die man da spielen kann. Richtig, richtig cool. Es gab noch so eine Fläche, wo sie so Laserschwertkampf gezeigt haben. Also auch so eine Eventfläche noch. Es gab eine Cosplay-Area, ist auch richtig cool. Also da muss man sagen, da bietet die UK Games Expo einfach noch ein bisschen mehr Erlebnis, sag ich mal, drumherum, als die Spiele in Essen, bei der das alles so ein bisschen untergeht durch diesen Konsumberg, durch dieses Feeling, was die Messe Essen, die Spiel da verbreitet. Und da muss ich sagen, finde ich die UK Games Expo, obwohl sie ein bisschen kleiner ist, einfach ein bisschen schöner, ein bisschen schnörkeliger, gefällt mir dann eigentlich ziemlich gut, aber ist natürlich dann auch, ein bisschen schwieriger danach mit vielen Spielen Content zu machen, weil ich habe jetzt ein Spiel mitgenommen und davon werde ich euch auf jeden Fall berichten, aber ansonsten kann ich halt mehr von der Erfahrung berichten und von dem, was ich dort gesehen habe. Ja, das so ein bisschen zu der Erfahrung, wie gesagt, das mit der Spielfläche, das würde ich mir einfach für Essen auch unglaublich sehr wünschen. Ich weiß, dass das auch natürlich eine Kostenfrage ist, aber der Platz wäre ja da. Der Platz wäre ja da in dieser einen Halle, durch die man da stundenlang erstmal gehen muss, nachdem man reingekommen ist, einfach Spielfläche zu machen oder irgendwie eine Fläche zu machen, wo die Leute sich ein bisschen ausruhen, damit sich das ein bisschen mehr verläuft. Und auch die Fressbuden, die ja auf der Spiel nur in diesem Gang sind oder hauptsächlich in diesem Gang sind, auf dem sich alles tümmelt und die Leute müssen dadurch, um die Hallen zu wechseln. Das ist so verrückt und hier war das einfach so, dass die Fressbuden einfach an der Seite waren. Die waren alle an der Seite irgendwo versteckt in solchen, gut, das bietet natürlich auch da die Location, dass da einzelne sogar Geschäfte drin sind. Und das war so viel entspannter, muss man einfach sagen, so viel entspannter, weil man sich so ein bisschen ausruhen konnte da ab und zu mal. Deswegen, ich bin sehr entspannt zurückgekommen, das hätte ich nicht so erwartet und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. So, habe ich vielleicht noch irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht so genau. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Eindruck geben, wie mir die UK Games Expo gefallen hat. Falls ihr noch Fragen zu der Messe habt und vielleicht seid ihr euch nicht ganz sicher, ob ihr mal hinfahren solltet. Ich habe vielleicht einen Aspekt noch nicht angesprochen. Schreibt gerne dazu einen Comment, dann können wir uns irgendwie kurz schließen. Oder ich mache vielleicht nochmal einen Short mit den wichtigsten Fragen, die irgendwie aufgekommen sind, um da meine Erfahrung zu berichten. Falls ihr keine Comments schreibt, dann gehe ich davon aus, dass ihr alles wisst und dass ich alles erwähnt habe. Nein, Spaß. Aber das soll es erstmal gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten, ein bisschen
ein bisschen was mitgeben und von meinen Erfahrungen, die ich so gemacht habe. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dementsprechend meinen Kanal abonniert, mir einen Daumen nach oben gebt für das Video und auf jeden Fall dranbleibt an diesem Kanal. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt ein weiteres Video hier auf meinem Kanal schaut. Ich habe hier zum Beispiel Dice Throne überlegt, das neue Marvel Dice Throne ist, der sich wirklich mal zeigt, dass das funktioniert und wie mir das so gefällt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video auf meinem Kanal schaut. Vorschläge oder